Wenn auch du immer wieder Kieferprobleme hast, Kieferschmerzen, blockierte Kiefergelenke oder auch Kopfschmerzen oder Migräne oder alles zusammen, dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir heute eine wirklich magische Übung mit einem faszinierenden Nerv, der diese Probleme wirklich verbessern kann. Sei gespannt. Hallo, lieber Freund der Gesundheit. Heute geht es um diesen Bereich. Wenn du hier im Kopfbereich, in der Halswirbelsäule irgendwie Beschwerden hast, Kieferprobleme, Kopfschmerzen oder Migräne, dann habe ich heute eine Übung, die dir sehr gut helfen kann. Wir werden den sogenannten Trigeminusnerv bearbeiten. Das heißt, wir benutzen einen unserer 12 Hirnnerven, der ganz, ganz wichtige Funktionen hat, sowohl in diesem Bereich, aber auch für deine gesamte Bewegungsqualität. Wenn du also dieses Video schaust, ohne hier Probleme zu haben, dann mach die Übung trotzdem mit und überprüfe mal nach der Übung, wie gut du dich bewegen kannst, wie viel Kraft du hast, wie viel Beweglichkeit und ja, letztendlich wie viel Stabilität in deinem Körper da ist. Denn es ist wirklich faszinierend, welche große Wirkung diese kleine, komisch aussehende Übung mit sich bringt. Wir machen einen sogenannten Nerve Glide, also eine Gleitbewegung für unseren Nerv oder auch eine Mobilisierungsübung für den sogenannten Trigeminusnerv. Dieser Nerv hat vor allem zwei Hauptfunktionen. Die erste sehr wichtige Funktion ist sensorisch. Das heißt, dieser Nerv nimmt hier im Bereich der Stirn, im Bereich der Wangen und des Kiefers die Sensorik wahr. Das heißt, alles, was unser Gesicht berührt, wird über den Trigeminusnerv an unser Gehirn geleitet. Die zweite Funktion ist motorisch. Das heißt, er innerviert unsere Kaumuskulatur. Und dementsprechend hat er auch einen großen Einfluss auf die Kiefergelenksstellung und auf Kieferprobleme. Wenn du also irgendwelche Diagnosen hast im Bereich des Kiefergelenkes, dann probier die Übung definitiv aus. Ganz wichtig ist mir, da wir hier eine Nervenmobilisierung machen, dass du sehr sanft vorgehst. Also am Anfang wirklich mit wenig Intensität und auch, ja, zeige ich dir gleich nochmal bei der Übung, willst du bei der Übung eigentlich gar nicht viel groß spüren, musst du nicht. Wenn was kommt, ist okay. Aber du willst es nicht provozieren, dass du hier Dehnschmerzen oder so bekommst. Okay? Gut. Also, vorsichtig rangehen. Wenn das Ganze gut funktioniert, machst du das 2 bis 3 Mal am Tag. Eher sanft am Anfang und dafür lieber häufiger. Gut. Also, da die Übung ein bisschen komisch aussieht, muss ich zugeben, musst du das jetzt nicht gerade in dem Großraumbüro vor allen Kollegen machen. Verzieh dich lieber in eine Ecke, ins Badezimmer und mach das da vom Spiegel. Wenn du kein Problem damit hast, doof auszusehen, auch wunderbar, dann mach das ruhig da, wo du jetzt bist. Gut, also ich zeige dir kurz, worum es geht. Wir wollen quasi diesen Nerv auf Zug bringen und dazu müssen wir 3 verschiedene Dinge tun. Das erste, was wir machen, ist, wir müssen unseren Kopf nach hinten schieben, also ins Doppelkinn ziehen. Okay? Dann wollen wir aus der oberen Halswirbelsäule eine seitliche Neigung machen. Sieht dann ungefähr so aus. Wir arbeiten immer auf die Seite oder auf die Gegenseite von dem Nerv, wo wir mobilisieren wollen. Also wenn ich meinen Kopf nach rechts kippe, so wie jetzt, arbeiten wir gleich am linken Trigeminusnerv. Okay? Gut. Ganz wichtig, bei diesem Hirnnerv ist es so, dass du beide Seiten mal ausprobieren musst und gucken musst, welche der Varianten besser funktioniert. Brauche ich dir jetzt nicht in der Tiefe erklären. Mach's einfach, teste rechts, teste links und schau, welche der Varianten dir eine größere Linderung oder Verbesserung bringt. Gut. Also, ich zeige dir die Übung jetzt nochmal im Ganzen und dann erkläre ich dir das Ganze nochmal. Also, wir gehen ins Doppelkinn, kippen den Kopf zur Seite, öffnen jetzt unseren Kiefer und schieben den Kiefer auf die gleiche Seite, wo wir gekippt sind. Und zwar mit viel Anstrengung. Also nutze hier wirklich die Kraft, die du hast, um den Kiefer dorthin zu schieben. Und in der Position machen wir jetzt kleine nickende Bewegungen. Okay, sieht dann so aus. Kontrolliere immer, ob der Kiefer wirklich noch dahin zeigt, beziehungsweise du die Spannung hältst. Und geh dann nach so 15, 20 Sekunden aus der Position wieder raus. Ich zeige es dir noch einmal. Kopf nach hinten, zur Seite kippen, Kiefer öffnen und nicken. Normalerweise würde ich sagen, lächeln nicht vergessen, aber das funktioniert hier nicht. Okay? Also das gerne wirklich die Übung für dich da machen, wo du es möchtest. Okay, was du spürst, ist vielleicht, das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders, wenn du in die Position gehst, dass du hinten im Bereich des Kopfes ein bisschen Zug spürst oder aber auch hier im Kiefergelenksbereich an der Seite, völlig in Ordnung. Lieber sanft dran gehen als zu intensiv. Du brauchst dieses Gefühl nicht wahrnehmen, wenn es nicht kommt. Die Wirkung ist meistens trotzdem da. So, nach dieser Übung testest du nochmal gerne das, was dich interessiert. Wenn du Kieferbewegungen als problematisch findest, teste dein Kiefer, teste die Halswirbelsäule. Oder auch, wenn du sensorische Störungen hast im Gesicht, die sensorischen Störungen. Okay? Oder, wenn du gar keine Probleme in dem Bereich hast, teste andere Bewegungsmuster.
Ich bin sehr gespannt, was da passiert und lasse uns bitte an deinen Erfolgen teilhaben. Wenn du Fragen dazu hast, schreib uns bitte natürlich auch einen Kommentar und teile das Video vor allem mit Menschen, die Migräne oder Kopfschmerzprobleme haben oder Kieferbeschwerden, die sie nicht in den Griff bekommen. Hier haben wir oft eine Übung oder eine Möglichkeit, diesen Menschen wirklich zu helfen. Okay? Wunderbar. Ich freue mich auf das nächste Video. Viel Erfolg bei der Übung. Dein Freddy vom Zahnarzt.